miserables Ergebnis. Im letzten Jahr. Richtig viele Haselnüsse. Einen halben Sack voll. Und in diesem Jahr, also, da ist nichts mehr. Und wenn ich alles zusammennehme an diesem Strauch, habe ich vielleicht so ein Händchen voll Haselnüsse gehabt. Aber Nicker, haben die auch so von Jahr zu Jahr einen Wechsel oder lag das an der Witterung oder woran lag das? Der ganz normale Selbstversorgerwahnsinn. Teil 82, glaube ich. Dranbleiben. Also ich kann suchen und suchen und suchen. Das werden nicht mehr. Nee. So unterschiedlich sind die Jahre. In einem Jahr hat man jede Menge davon und die waren lecker. Haben teilweise so eine Art Nutella draus gemacht. War prima. Und dann im nächsten Jahr stehen sie wieder ohne da. Aber ich habe ja noch zwei weitere Sträucher. Da gehe ich jetzt mal gucken und während ich jetzt da hinten rüberlaufe, schauen Sie sich mal den Zusammenschnitt der letzten Zeit an. Wir machen wieder einen ziemlichen Sprung nach hinten, wo es so trocken ist. Sie schauen sich das an und dann treffen wir uns am nächsten Haselnussstrauch wieder. Viel Spaß. Tomaten im Folientunnel. Das konnte kein Mensch ahnen, dass das so gut läuft. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so eine Pracht hier je erreicht habe. Nee, also das habe ich noch nicht gehabt. Und vor allen Dingen, sie sind auch noch alle extrem gesund. Junge, Junge, Junge. So unterschiedlich sind die Jahre. Aber ich glaube, die Tomaten sind erstmal nicht so wichtig. Paprikas reifen mittlerweile. Hier diese langen, habe ich Ihnen schon mal ein Video zu gemacht, oben in der Infobox. Da mache ich mir jetzt einen leckeren Gulasch heute Mittag. Suchen wir uns schon mal die schönsten dabei raus. Aber selbst bei den Paprika, die haben hier schon Schäden von der Sonne. Und das Schattiernetz, das rutscht immer hoch durch den Wind und dann kommt hier wieder pralle Sonne rein. Na gut, auf die paar kann ich verzichten. Kann sich sehen lassen, oder nicht? Wobei die nicht alle gleich sind. Ich habe auch noch andere Sorten, die verhalten sich sehr unterschiedlich. Da sind hier zum Beispiel solche großen, das müsste rote Augsburger sein. Die sind wesentlich später. Dann habe ich hier welche. Das sind ein Haufen kleine. Und dann habe ich noch Pflanzen, die haben vor 3-4 Wochen die ersten Früchte erbracht. Und seitdem kamen keine neuen nach. Die waren also extrem früh. Aber das war es dann auch erstmal. Nein, ich habe keine bevorzugte Sorte. Ich suche mir jedes Jahr neu aus. Mitte August. Wir nähern uns langsam aber sicher einem kritischen Zustand. Also wettertechnisch. Wegen dem Regen. Ich habe eben versucht, ein paar Kartoffeln auszumachen. Sie kommen nicht mal mit der Gabel in die Erde. Das ist so gnadenlos trocken. Gucken wir mal bei dem Brokkoli nach. Den ersten Schnitt habe ich ja schon vor 1-2 Videos gemacht. Guck mal nach, ob was nachgewachsen ist, weil gewässert habe ich da nicht. Wo kein Wasser, da kann auch nichts nachwachsen. Wir gucken einfach mal nach. Ich weiß gar nicht, ob das mit auf dem Bild war, das, was da unter diesem Netz rumgesprungen ist. Das erste Mal in diesem Jahr, dass ich ein Kaninchen hier sehe. Da hat sich irgendeins eingenistet, das läuft hier den ganzen Tag rum. Und war unter dem Netz. Genau wie Kartoffelkäfer. Habe ich 10 Jahre lang nie ein Problem mit gehabt. Und jetzt, in diesem Jahr, Tausende. Gut, aber wie auch immer. So, das ein oder andere Stückchen
werde ich wohl noch finden. Aber sehr spärlich. Und das ist eine Pflanze, da ist nichts nachgewachsen. Das ist auch eine, da ist nichts nachgewachsen. Hier ein winzig kleines Stückchen. Und so zieht sich das durch. Bei einigen wenigen finde ich noch was, was hier noch mal hinterhergekommen ist. Aber das ist nicht der Rede wert. Das habe ich auch in anderen Jahren schon viel erfolgreicher erlebt. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, ja, da hätte sie mehr gießen müssen. Nee, also bei dieser historischen Trockenheit, da ist nicht gegen anzugießen. Ich versuche das bei einzelnen Pflanzen, aber ansonsten vergiss mir das. Tja, das ist wahrlich nicht viel für den zweiten Durchgang. War besser als gar nichts. Aber dafür war es so warm, dass jetzt Mitte August, also die ersten Trauben, schon wirklich essbar sind. Kann noch ein bisschen dazukommen, aber sie passen schon. Also die letzten Aufnahmen in meinen Videos, also in dieser Serie, ja, die mögen ja ein bisschen, ja, nicht ganz so begeistert aussehen. Ja, ist auch richtig. Weil man muss irgendwann erkennen, wann man gescheitert ist. Ja. Und bei so viel Trockenheit, da muss ich mich geschlagen geben. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich dieses Kaninchen aus dem Garten wieder rauskriege. Weil ich bin ziemlich sicher, das wird nicht lange dauern. Dann hat er hier den Fenchel gefunden, den ich für meine Frau hier anbaue. Da vorne ist schon eine Pflanze, die ist blattlos. Und wer weiß, was Kaninchen noch so alles fressen. Und an dem geschlagen geben, ändern auch die drei Tropfen Regen nichts, die jetzt gerade hier fallen. Ach, da ist noch eine, die auch kein Blatt mehr hat. Dann gehe ich doch lieber meinen Brokkoli fertig machen. Nochmal Thema Bewässerung. Also da draußen habe ich ja so gut wie dran gegeben. Tomaten. Und wenn ich irgendwo mal Lust habe und mit dem Schlauch irgendwo vorbeikomme, Porree mache ich auch noch. Bewässere ich auch noch. Aber alles andere habe ich letztendlich dran gegeben. Das ist vollkommen witzlos. Im Gewächshaus geht das natürlich nicht. Da ist viel heißer drin. Da, die Fläche ist kleiner. Das ist noch kontrollierbar. Habe ich vor Jahren ja mal mit Bewässerungsanlagen experimentiert. Die erste, das war so mit diesen Perlschläuchen, hat gar nicht funktioniert, das war, hat mir nicht so zugesagt. Dann habe ich Tropfbewässerung da installiert, so Schläuche und Schläuche und Schläuche. Habe ich nachher auch abgebaut, weil das schlicht und einfach zu hinderlich ist. Diese Schläuche, die liegen im Weg, man stolpert drüber, man kann schlecht Unkraut rausreißen. Im Frühjahr muss das raus, damit man das tun kann, dann muss das er wieder reingebaut werden. Das war mir alles viel zu aufwendig. Für diese 50 Quadratmeter hier, den Aufwand mache ich mir nicht. Aber ich zeige Ihnen, wie ich das jetzt mache. Das ist für mich quasi Erholung. Ich fülle mir hier die Tonne auf, 100 Liter. Ab und zu tue ich noch mal hier so einen von diesen verjauchten Hühnermist noch da rein. Dann wird das also so eine Kanne von 10 Litern da rein und dann auf 100 Liter aufgedünnt. Dann verdünnt, dann bin ich also bei der richtigen Menge und dann brauche ich so eine 5 Liter Kanne.
Und dann sagen Sie mir am Ende mal, ob das, weil ich da am Wasser gebe, ob das ausreicht oder ob ich wesentlich mehr geben müsste. So, Tommy ist voll. 5 Liter. Und ich beziehe mich jetzt auf die Tomaten auf der Seite und die Paprika auf der Seite. Das sind immer 6 Pflanzen. 3 auf jeder Seite. Und jetzt schnappe ich mir die Kanne und dann kriegt jede Pflanze, jede Seite kriegt letztendlich 5 Liter ab. So in der Art. Das heißt, jedes Beet bekommt, ich schätze mal so im Schnitt alle 2 Tage, 10 Liter Wasser. Ausreichend. Die ganz stark wachsenden Pflanzen, hier wie die Pimientos de Padron, Infobox, da gehe ich auch zwischendurch nochmal hin und gebe nochmal eine Kanne. Weil mir scheint, die brauchen etwas mehr Wasser. Wie zum Beispiel die Tomaten auf der anderen Seite. Wenn man kann das gut erkennen, bei den Tomaten sind die, also da wo letztendlich das Wasser hinkommt, da bleibt es auch viel länger feucht als bei den Paprika. Zumindest habe ich den Eindruck so. Das ist nicht besonders aufwendig. Alle 2 Tage sich mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen. Und hier mal ein bisschen Wasser reinzuschleppen. Also diese Bewässerungsanlagen, das ist eine tolle Sache. Wenn Sie das in großem Stil betreiben, wenn das Gewächshaus wesentlich größer wäre, wenn Sie immer eine Kultur haben, aber bei so einem Gemisch aus allem Möglichen, so wie das ja letztendlich hier ist, es ist ja kein landwirtschaftlicher Betrieb, ist mir der Aufwand zu groß. Ich habe die Dinger entsorgt. Die halbe Stunde, alle 2 Tage mal, die hauen mich nicht um. Ich komme mit dem Nachdüngen ganz gut zurecht. Das kann man gut steuern. Mit diesem vergorenen Hühnermist. Und das Ganze mache ich dann am frühen Morgen. Oder wenn ich aus dem Bett komme. Und dann habe ich nicht das Problem, dass die Feuchtigkeit hier über Nacht vielleicht die Tomaten schädigt. Aber jetzt zurück zu meiner Frage. Machen Sie sich die Mühe mit so einer Bewässerungsanlage? Oder genießen Sie auch die Zeit mit der Gießerei hier? Und sind die 10 Liter, also das sind 2 Quadratmeter immer, sind die 10 Liter alle 2 Tage ausreichend? Also in den Töpfen da draußen, die paar Pflanzen habe ich ja in Töpfen stehen. Also da käme ich damit nicht hin. Wie machen Sie das? Schreiben Sie mal unten rein. Ich kann auch nur lernen. Fertig. Keine 20 Minuten. Also das war nicht der Rede wert. Mitte August. Kaum mehr ein grünes Blatt an den Kartoffeln. Ich habe in diesem Jahr gekämpft mit Kartoffelkäfern, das können Sie sich nicht vorstellen. Hunderte, ach wenn nicht Tausende habe ich darunter gesammelt. Von Käfern bis zu Larven oder was da auch immer für Viecher sind. So lange ist das gut gegangen. Und diesem Jahr voll zugeschlagen. Die Frühkartoffeln sowieso, da lebt keine mehr von.
Und hier vorne haben wir noch einige wenige von den mittelspäten oder mittelfrühen oder wie auch immer wie die heißen, wo noch ein bisschen Grün dran ist. Und der Rest ist eigentlich auch hinüber. Dann werde ich mir mal wieder meinen Eimerchen schnappen und nochmal suchen, weil ich kenne mich ja mit der Biologie von diesen Kartoffelkäfern nicht so wirklich aus. Irgendwo müssen die ja überwintern. Denke ich mal. Und umso mehr ich jetzt absammle, umso weniger Probleme hoffe ich im nächsten Jahr zu haben. Ist das so oder ist das vollkommen egal, ob ich die drei Kartoffelkäfer, die ich jetzt vielleicht noch finde, ob die dranbleiben? Den ersten. Ich weiß wirklich nicht, wie oft ich hier schon durchgelaufen bin. Es hat Tage gegeben, da habe ich, Hunderte auf einmal gefunden, eingefangen. Hunderte. Aber mittlerweile, Mitte August, ist ja auch nichts mehr zu fressen, wird es etwas weniger. So, Freundchen, für dich ist die Reise an dieser Stelle vorbei. Jetzt sind Kartoffelkäfer nicht unbedingt die hellsten. Die lassen sich also relativ einfach wegfangen, aber ich weiß nicht, wo die immer wieder neu herkommen. Also seit Tagen schon laufe ich hier rum und ich denke, ich habe wirklich keinen mehr übrig gelassen. Und es vergeht kein Tag in den letzten 2 Monaten, wo ich nicht doch immer wieder irgendwo welche finde. Die lassen sich also relativ simpel einfangen. Es ist eben nur extrem mühselig. Gestern war definitiv keiner mehr zu finden. Ich bin hier noch mehrfach gestern durchgelaufen. Und trotzdem immer wieder neue. Ich frage mich, wo die gestern gewesen sind. Aber ich denke mal, es wird nicht möglich sein, alle hier wegzukriegen. Ich muss mich mit dieser Tatsache letztendlich abfinden. Irgendwo werden immer welche unentdeckt bleiben, die dann für die Population im nächsten Jahr hier sorgen. Du machst auch dein Lebensende, erlebst dein Lebensende heute. Und du auch. Wo warst du gestern? Hatte ich doch gesagt, dass alle Kartoffeln so gut wie hinüber sind. Bis auf diese Reihe. Das ist nämlich eine, die sieht, züchte ich meine eigene Kartoffelsorte. Aber das Video dazu wird irgendwann auf diesem Kanal erscheinen. Erstaunlich, dass die wesentlich länger, in diesem Jahr wesentlich länger durchhalten als die gekauften. So. 7 Stück habe ich nochmal erwischt. Den anderen. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich diese Viecher irgendwie entsorgen sollte. Ich schmeiß die einfach hier in die Regentonne. Rausklettern tun die nicht. Die schwimmen dann ein paar Tage darin rum. Und dann gehen sie ein. Jo, ich weiß, jetzt kommen sie nicht mit die armen Käferchen. Ich würde sie an die Hühner verfüttern. Aber ich bin mir nicht sicher. Die fressen ja nun letztendlich eine giftige Pflanze. Ja, das Grüne an der Kartoffel ist giftig. Und dann stellt sich mir die Frage, ob nicht die Kartoffelkäfer auch einen gewissen Anteil an Gift in sich haben. Also wenn sie irgendwas über Kartoffelkäfer wissen, also wenn sie genau wissen, wie die Biologie von denen funktioniert, was von denen überwintert, wo die überwintern, ob die standorttreu sind, ob die giftig sind, ob man die an die Hühner verfüttern kann, dann lassen sie mich das mal unten in den Kommentaren wissen. Da waren es nur noch 10. 12 Selleries hatte ich gepflanzt hier, so ein Schälchen aus dem Landhandel. Eine ist irgendwie an einer Krankheit eingegangen, die war welk und die ist von den Wühlmäusen angefressen worden. Mal sehen, wie viele hier noch an die Wühlmäuse gehen. Anderes Thema. Erinnern Sie sich noch an das Spiel mit diesen
Perlzwiebeln. Das Video dazu habe ich auch oben mal gezeichnet. In diesem Jahr hatte ich doch diese Idee mit diesen Platten, dass ich die gar nicht erst in die Erde tue, sondern direkt mit der Topplatte in die aufs Beet stelle. Gucken wir uns das Ergebnis mal an. Also ich würde sagen, die Idee war prima. Nur die Töpfchen waren vielleicht ein wenig klein. Also das ist die nächstgrößere Variante, die wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber die ist unten nicht auf. Ich muss mal irgendwo nach einer Platte suchen, die unten auf ist, dass ich die direkt stellen kann. Und wenn da nicht so viele von weggefressen worden wären oder gar nicht erst gekeimt wären, dann wäre das Ergebnis bestimmt auch besser gewesen. So sieht das hier drunter aus. Also viel weiter sind die gar nicht erst gekommen. Und das ist von oben. Ein Haufen kleine dabei, die sowas, die hat es gar nicht erst gemacht. Und dann haben wir auch ziemlich große dabei, wie die. Und das kann man doch schon mal als Zwiebelchen bezeichnen. Jedenfalls brauchte ich hier keinen Unkrautjäten. Aber wässern, unheimlich. Fast jeden Tag bei dieser Trockenheit. So weit ist diese Zwiebel gekommen, also nicht weit unten raus. Aber es sind welche dran. Also die Idee war gut. Eventuell Platten nehmen, die größere Töpfchen sind, das ist arg klein. Und die unten offen sind und dann direkt, wenn die gar nicht erst vorziehen, das direkt hinstellen, dort wachsen lassen. Aber dann habe ich das Problem mit dem Unkraut nicht. Lecker. Werde ich mir jetzt schön in der Pfanne glasig braten. Da habe ich ein leckeres Mittagessen. Das Ganze mit frischen eigenen Kartoffeln. So ist Selbstversorgung. Wissen Sie, was mich jetzt mal interessiert? Nach fast 2 Monaten, so gut wie null Niederschlag, wie tief dieser Boden ausgetrocknet ist. Man muss sich immer bedenken, Grundwasser liegt hier auf mindestens 25 Meter. Also die Nachbarn haben 26 Meter tief den Brunnen graben müssen. Also es kann von unten so gut wie nichts nachkommen. Mich interessiert einfach mal, wie tief das ist. Mal sehen, ob ich irgendwo hier an Wasser komme. Und ich suche mir eine Stelle aus, wo ich definitiv in dieser Zeit nicht gegossen habe. Ich habe das gestern gemerkt, wie ich die Kartoffeln, die Kühlkartoffeln ausgemacht habe. Da war nicht reinzukommen in den Boden. So. Ja, von Feuchtigkeit kann man da kaum sprechen. Also ich bin jetzt bis auf den unbewegten Boden, also da, wo noch nie irgendwas passiert ist, der also quasi noch so ist, wie der hier von Natur aus liegt. Tja. Und noch ein bisschen tiefer. Ja, so ab da ungefähr würde ich sagen, kann man vielleicht noch von ein bisschen Feuchtigkeit sprechen. So, wie tief bin ich hier? Ich denke mal, wenn Grundwasser hier auf, wie in anderen Gegenden, auf 1,20 oder von mir aus auch auf 2 Meter liegen würde, dann würde die Kapillarwirkung noch ein bisschen Wasser nach oben ziehen. Aber hier durch die Braunkohle wird ja alles großflächig abgesaugt. Mal gucken. Ja, wo weit sind wir da? 45 cm. Ja, ungefähr so um den Dreh. Muss ich dazu irgendwas sagen?
Ich glaube nicht. Machen wir das Löschlein wieder zu hier. Und ich weiß, jetzt werden wieder einige sagen, musst du mehr mulchen. Glauben Sie mir, auch an den Stellen, wo gemulcht war oder wo Gründüngung wächst, das Spiel sieht nicht anders aus. Das ist so gnadenlos trocken. Völlig witzlos. Das braucht, also bis das Wasser in diese Tiefe vor reingedrungen ist, da müsste 2 Wochen am Stück regnen. Auch gut daran zu erkennen, was so eine Melde hier, zu was die gebracht hat. Ich meine, normalerweise werden die so groß, wenn es feucht genug ist. Und hier, wo die Kartoffeln standen, also wo jetzt die Melde durchwächst, das hier oder sowas hier. Ob das was nützt, was ich hier mache, weiß ich nicht. Ich will zumindest da, wo die Kartoffeln stehen oder besser standen, dass was an Unkraut da kommt und das alles Samen trägt, rausreißen, in der Hoffnung, im nächsten Jahr ein wenig weniger Probleme mit Melde zu haben. Obwohl, das ist ja nur wahrlich ein Unkraut, was vollkommen unproblematisch ist. Einmal abgehakt, weg ist das Ding. Da gibt es ganz andere Kandidaten. Die hat es richtig weit gebracht hier. Puh. Aber ich weiß, das ist sowieso alles nutzlos. Bei der Unkrautbelastung, die ich hier in den letzten Jahren zusammengesammelt habe. Da kommt es auf ein paar Hände voll. Meldonian. Aber ich glaube, ich sagte ja schon mal, Einbildung ist ohne Bildung. Nützt sowieso alles nichts. Alles Spielerei. So. Werdet glücklich damit. Was mir übrigens einfällt. Ich habe ja auch einen Haufen von diesem schwarzen Nachtschatten. Ist der eigentlich auch für Hühner giftig oder nur für Säugetiere? Nur so nebenbei. Und jetzt ist ja wieder Großregen angekündigt. Es sind auch 3 Tropfen gefallen. Also man kann das sehen hier. Zumindest irgendwas wie Feuchtigkeit. Die Welt ist gerettet. Nee, ich bin mal gespannt, wie viel wir davon wieder abbekommen. Wahrscheinlich werden andere Teile von Deutschland wieder in Regen versinken. Und wir hier kriegen so gut wie nichts ab. Werden wir mal die nächsten 2 Tage beobachten. Das ist das Ergebnis von 3 Reihen Frühkartoffeln. Jeweils so 8 bis 9 Meter. 5 Reihen hatte ich davon. 2 habe ich ausgemacht vorher schon. Die haben pro Reihe ungefähr 20 Kilo gebracht. Das müssten also nochmal 60 Kilo Kartoffeln sein. Also gute, lagerfähige Kartoffeln, die anderen habe ich schon raussortiert. Ich habe zwar die normalen Rosara, die ich immer gerne habe, nicht bekommen, aber die hat sich auch ganz gut gemacht hier. Allerdings sehr viel, bestimmt Schorf nennt sich das, was? Hier, sowas. Oder sowas. Ich denke mal in Anbetracht der Witterung, ich kann damit leben, was? So. Und jetzt wird sortiert, was in Ordnung ist, wie in jedem Jahr, was in Ordnung ist, in den Sack und was nicht in Ordnung ist oder angestochen ist, entweder an die Hühner verfüttert oder direkt verbraucht. Also ich nehme an, ich bin nicht der Einzige, der Probleme dabei hat bei dieser Trockenheit. Irgendwas ans Wachsen zu bekommen. Also ich habe ja eine Menge leerer Flächen, die jetzt da, wo zum Beispiel Kartoffeln standen, wo ich jetzt wieder was aussehen könnte. Radieschen, Rettich und dergleichen, aber das ist so trocken. Aber ich gebe das nicht auf. Diese kleine Fläche hier habe ich jetzt mal tagelang gewässert,
um zumindest ein bisschen was, so viel Wasser in die Erde zu kriegen. Ich habe es Ihnen ja gezeigt, wie tief das hier trocken ist. Jeden Tag immer nur so ein, zwei Kannen da drüber und dann wieder gewartet, bis das sich das gesetzt hat. Aber trotzdem sehr schwer. Ich hatte Stellen, da habe ich hier, wie heißt es, da geht es Samen einfach hingestreut, damit irgendwas wächst. Keine Chance. So viel Wasser können Sie gar nicht ausbringen. Jeden Morgen, Mittag, Abend da nass machen, funktioniert nicht. Aber hier probiere ich jetzt mit Radieschen. So, dahin. Hatte ich mir gedacht. Weil die Hoffnung stirbt bekanntlich immer zuletzt. Und ausgesucht habe ich mir ein Radieschen, was bis in den September hinein zu säen und zu später dann auch zu ernten sein könnte. Dann bin ich mal gespannt, ob ich hier irgendeine Chance habe, noch was ans Wachsen zu kriegen. Aber wirklich große Hoffnung mache ich mir nicht. Dafür ist das einfach zu trocken. Und es ist auch kein Regen angesagt. Was bringen Sie eigentlich noch so um diese Zeit hier in die Erde? Wir haben jetzt etwas mehr als Hälfte August rum. Ich hatte noch Zichoriensalate, ich hatte noch Fenchel, der wächst, den habe ich mit Mühe irgendwie ans Wachsen bekommen. Zumindest hat er Wurzeln geschlagen. Aber auch da, ohne regelmäßig mit dem Wasserschlauch hinterher zu laufen, auch keine Chance. So, was machen Sie? Zu was ist im August noch Zeit, Mitte August oder? Ja, fast Ende August. So, und noch eine Haube drauf. So. In der Hoffnung, das wird funktionieren. Bisschen Wasser. So, und jetzt hoffe ich mal, dass das nicht schneller austrocknet, als ich das gießen kann. Schlüssel vergessen. Muss ich drüber klettern. Das Haselnusssträuchlein. Hier sieht es noch schlimmer aus. Also ich finde hier an diesem ganzen riesigen Ding nicht mal eine einzige Nuss. Und auch auf der Erde. Keine. Oder ist das eine? Nee, die ist aus dem letzten Jahr. Ein Reinfall. Also wenn ich das alles zusammennehme, bei drei solchen Sträuchern, da unten steht ja noch einer. Noch einer. Eine so eine Handvoll. Und im letzten Jahr so einen Haufen. Hat Ihnen der Zusammenschnitt wieder gefallen? War ziemlich trocken, was? Kann man nichts machen. Mit diesen Bedingungen muss man leben. Aber wenn es Ihnen trotzdem gefallen hat, dann lassen Sie mir ein Like da oder ein Abonnement. Das würde mich freuen. Dann kann ich mich weiter mit dieser ganzen Gartengeschichte hier mit Begeisterung widmen. In diesem Sinne, ich zeige Ihnen jetzt nicht, wie ich hier drüber kletter. Als alter Mann. Können Sie sich jetzt ausdenken. In diesem Sinne, bis demnächst. Tschüss. Doch, ich habe noch eine Nuss gefunden. Und jetzt klettere ich drüber.